Servus, ich will heute mal über Selbstmanagement reden und wie uns unsere schnelllebige und verplante Welt aus dem Hier und Jetzt reißt und uns quasi den jetzigen Moment nicht mehr wirklich erleben lässt und wir somit immer in Vergangenheit oder Zukunft leben, Zukunft vor allem deshalb, weil wir Sachen, Dinge erledigen müssen, Dinge werden von uns erwartet, die wir zu erledigen haben. Und deswegen können wir uns nicht auf das Hier und Jetzt konzentrieren, haben immer Dinge im Kopf, die wir planen müssen, Ideen, die uns einfallen, wie wir was anders machen müssen, irgendwelche kleinen Erledigungen auch, nicht nur die großen Dinge, vielleicht auch große Lebensweisheiten, die uns in den Kopf kommen und die wir dann nicht mehr aus dem Kopf bekommen, wo wir dann wirklich auch im Endeffekt nicht nur vom Hier und Jetzt weggerissen werden, sondern auch verwirrt werden dadurch. Und es gibt eigentlich eine ganz einfache Methode, sich dessen zu entledigen, und zwar indem man einfach sich die Dinge aufschreibt. Und das Tolle ist, wir haben zwar nicht immer einen Stift und Papier dabei, aber wir haben immer unser Smartphone dabei. Und es gibt wunderbare Apps wie Evernote, Wunderlist oder OneNote, mit denen man ganz, ganz schnell auch in ein Widget, also einfach beim Rüberswipen auf den anderen Screen, kann man dann ganz einfach super schnell Sachen eintragen, die einem in den Kopf kommen. Und hat diese Dinge dann nicht mehr im Kopf und kann sich wieder auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das heißt, man nimmt quasi dem Gehirn diese Last ab, jetzt sich mit einer Sache zu beschäftigen und tut sie auf später verlagern und er kann sicher sein, dass man später diese Sache nicht vergisst und dass man sich später, wenn man Zeit hat, sie und sich dieser Sache wirklich konstruktiv widmen will, dass man dann Zeit hat, sich dieser Sache auch wirklich zu widmen. Und diese Apps sind alle mit synchronisiert, das heißt, es wird sofort in die Cloud geladen, diese Aufgabe, diese Idee, die man hatte. Und auf dem Desktop am Rechner daheim, wenn man sich Zeit genommen hat, hat man dann ein normales Programm, wo das dann rein synchronisiert wird, dasselbe Programm idealerweise. Und man hat sozusagen seine Sachen, kann sie sortieren, ordnen, kann sie in den Terminkalender eintragen, kann sie auch planen, wann man denn diese Sache angeht. Es muss ja nicht immer sofort sein, wenn man daheim ist. Und somit hat man eine große Last von sich genommen. Ich kenne das selbst. Ich bin in der Natur unterwegs und mir fallen irgendwelche Scheiße, Mücken. Irgendwelche Dinge ein. Und die reißen mich dann so mit, weil es irgendeine tolle Idee ist oder irgendwas, was ich unbedingt noch erledigen muss und was eigentlich morgen erledigt sein muss. Und ich jetzt eine Woche lang nicht dran gedacht habe. Und plötzlich fällt es mir ein. Das reißt mich dann komplett aus dem Hier und Jetzt, aus der Natur oder aus dem, was ich gerade mache, was gerade vor mir real ist. Ich komme da, gehe da also in den Kopf hinein. Und ich hole mein Handy raus, selbst beim Sport, auf dem Crosstrainer, auf dem Laufband. Man hat sowieso das Handy dabei, weil man Musik hört meistens, zumindest bei mir der Fall. Zack, schnell eintragen, Enter, fertig. Sache ist gegessen, es ist aus dem Gehirn raus. Es hilft dir erstens, wie ich eben sagte, im Hier und Jetzt zu bleiben, den Moment als das einzig Wahre, was es gibt, zu genießen und in dich reinzulassen, anstatt diesen Moment zu entfliehen, indem man in gedanklichen Bildern, gedanklichen Verstandesmustern gefangen ist. Zweitens hilft es aber auch sehr dabei, sich einfach ganz rational gesehen zu managen. Das heißt nicht nur, dass man dann in dem Moment, wo man die Idee hat, nicht aus dem Moment gerissen wird, sondern es aufschreibt und es ist dann erledigt, sondern es hilft einem natürlich auch wirklich produktiver zu werden, weil man Dinge, die einem einfallen, und die man vielleicht auch wieder vergessen oder verdrängen würde, einfach noch hat und damit arbeiten kann. Das heißt, man wird produktiver, die Ideen gehen nicht verloren, die Ideen verschmelzen zu neuen Ideen, zu irgendwelchen Projekten und so weiter. Und die dritte Sache, die nicht zu vernachlässigen ist, die einem das bringt, ist, man erkennt eigentlich oder man vertraut mehr auf die eigene Intuition, auf das eigene Gedächtnis. Denn wenn man dann daheim ist und sich die Sachen anschaut, merkt man, dass die Sachen, die wirklich wichtig waren, noch immer im Kopf drin sind. Das heißt, die wichtigen Sachen, die wirklich was im Leben ändern oder die Sachen, die man wirklich erledigen muss, die sind meistens noch im Kopf drin. Und die unwichtigen Sachen, die man sich aufgeschrieben hat, da merkt man dann daheim, okay, die lösche ich wieder, das hat sich erledigt oder das hat sich von alleine erledigt oder so wichtig ist es gar nicht. Das heißt, als drittes, man lernt auch noch viel mehr auf sich selbst zu vertrauen im Endeffekt. Das lernt man dann im längeren Prozess. Also diese Sache hat einfach drei Vorteile.
Handy raus, reinschreiben, was für eine Idee man hat, was man noch tun muss, zack, aus dem Kopf raus, im Hier und Jetzt sein, daheim, bessere Produktivität haben im Leben, Projekte besser angehen, Projekte, Ideen für Projekte verschmelzen, miteinander ergeben, neue Projekte, neue Ideen. Und drittens, man lernt mehr auf sich selbst zu vertrauen, weil man merkt, das wirklich Wichtige bleibt einem einfach im Kopf. Und wer in sich selbst vertraut, der hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung, geht mit der Welt ganz anders um. Und somit, wie sagt man, 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.